segnete Leute der Herr Jehova. Als ich live im Radio gesprochen habe und diesen Moment dazwischen, an diesem Morgen, sofort nachdem ich aufgehört habe, im Radio zu sprechen, hat er mich wieder genommen, er hat mich weggenommen, gesegnete Leute, und er brachte mich zu Nakuru Menengai 5. Und ich sehe eine enorme Heilung, die auf den Boden schlägt, als der Herr Gott mich in das Treffen brachte. Und ich sehe viele Heilungen, ich sehe viele Krüppel, Blinde, Taube, Stumme, die geheilt sind. Und in diese bestimmte Frau, ihr Haar ist lockiges Haar, sie nennen es lockig. Vorne ist es ein bisschen weiß und dann es ist links, rechts diese Locken und ich sehe sie, sie ist auf dem roten Teppich, sie ist geheilt und ich sehe jemand, entweder ist der koreanisch oder japanisch, der ist auch geheilt und ich sehe, dass er sich bückt. Er bückt sich, ich gehe in Kontakt mit ihm, ich weiß nicht, ob es seine Wirbelsäule war oder seine Augen waren und dann sehe ich, wie er jetzt sich so bückt, so beugt nach unten. Er ist in der Lage, nach unten sich zu beugen. Er ist geheilt. Und diese Frau, viele, viele andere Leute sind geheilt. Ich sehe viele Stühle mit sehr vielen, vielen geheilten Leuten und viele Bischöfe. Sie geben bekannt, meine Herren, die Krüppel können gehen, meine Herren. Viele Krüppel können gehen auf dieser Seite. Einige Minuten zuvor hat der Herr mich nach Nakuru Menengai 5 gebracht. Das bedeutet, der Herr hat aus Barmherzigkeit und Gnade gesprochen. Er hat das Leiden seiner Leute gesehen. Wenn man sieht, 60 Busse in Kenia, voll mit Krüppeln, die total verkrüppelt sind, total blind sind, total taub sind, total lahm sind, total stumm sind und sehr kranke Leute, sie werden gebracht hin zum Nakuru Menengai 5. Dann realisiert man, dass Gott das Leiden und den Schmerz von seinen Leuten gesehen hat, wo kein Krankenhaus, kein Arzt ihnen helfen konnte. Aber jetzt wird sich der Himmel dort öffnen und enorme Heilungssalbe wird auf das Treffen schlagen, wenn der Herr seine Megapropheten dorthin bringt. Die glorreichen Propheten vom Himmel, die auf dem ganzen Angesicht der Erde gerade dienen. Und es ist solch eine enorme Zeit. Jedes Land möchte besucht. Wir sind unter sehr viel Druck. Fast jedes Land sagt, bitte bring diese Erweckung, die du in Kenia freigesetzt hast, gib es auch zu uns. Wir gehören auch zum Königreich Gottes. Und einige von ihnen sehr, sehr oberste Einladungen, so wie die Republik Südsudan. Sie kommen, wir werden sie treffen. Wir haben die Einladung von dem höchsten Büro, das Büro von dem Präsidenten. Selbst haben wir die Einladung bekommen, dass wir zu dieser Nation kommen sollen. Auch in Venezuela, höchste Ranken, Italien, Tansania, Präsidenten von der Pfingstrat kommen mit Mitgliedern, Südkorea, jeder kommt und sehnt sich nach dieser Erweckung. Und Nakuru Menengai 5, als ich mit euch gesprochen habe, danach nahm mich der Herr und brachte mich in das Treffen. Und ich sah, dass in das Treffen gingen die zwei Megapropheten von Jahwe hinein und mit riesiger Salbung. Und es war chaotisch. Und ich sehe diese Frau dort und die Weise, wie sie ihr Haar hat, hinten ist dieses lockige Haar, fällt so zum linken und das andere zu der rechten. Und dann sehe ich, dass der Herr sie geheilt hat und sie kommt. Ich denke, japanisch oder südkoreanisch wurde geheilt, jemand aus diesem Land, und versucht sich so zu bücken, so etwa. Und ich sehe seine Augen. Er vielleicht war auch nicht in der Lage, gut zu sehen, aber vielleicht war auch blind, was auch immer. Wirbelsäulenverletzung, was er hatte, aber enorme Heilungen. Die Krüppel werden erhoben, die Rollstühle werden hochgehoben, der Messias kommt. Dies ist eine sehr furchterregende Stunde in der Gemeinde, wo der Herr sogar die Gemeinde nehmen kann.